Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist Montag früh. Gut, wenn das Video rauskommt, ist bei euch nicht mehr Montag früh. Aber ich muss ein ganz kurzes Video machen, bevor ich das wieder vergesse. Erstmal hole ich die Hunde rein, denen machen wir was zu frühstücken und dann will ich mit euch über was reden. Warte, warte, warte. Schwupp, schwupp. So, Lilly, renn mal nicht zu weit weg. Die Lilly muss noch ihr Höschen anziehen. Lilly ist nämlich ein bisschen inkontinent. Sonst macht die uns die Couch dreckig oder so. Ne, Lilly Maus, komm mal her. Warte mal, da brauche ich meine Hände für. Ist gut? Sitzt? Schwanz kann wedeln, sitzt. Ja, Lilly ist zu Gast über den Urlaub und Lilly ist schon ein bisschen älter und ein bisschen undicht. So, hey Maus. Jetzt haben wir den Hunden was zu essen. Und dazu brauchen wir etwas, über das ich mit euch reden will. Einen Napf. Zwar zwei Napfs. Habe ich irgendwann in einem Video mal erzählt, dass Milans Napf kaputt gegangen ist. So. Und ich habe irgendwann mal erzählt, dass Milan gerne früher mit großen Bällen gespielt hat. Und ach, ich erzähle viel in den Videos. Aber manchmal sorgt das dafür, dass ihr es nicht übers Herz bringt, diese traurigen Geschichten zu hören, die ich nicht deshalb erzähle. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache das beabsichtigt. Aber manchmal ja, führt das dazu, dass diese traurigen Geschichten euch dazu nötigen, uns Sachen zuzuschicken oder Sachen zuschicken zu lassen. In diesem Fall zum Beispiel haben wir von paar Tagen, das ist jetzt glaube ich schon anderthalb Wochen her, diesen Napf bekommen. Der wurde uns dann zugeschickt, war in einem Fressnapf-Paket. Also es kam ein Paket von Fressnapf, da war mein Name drauf. Nee, Milano. Und da habe ich mich noch gewundert, hä? Ich habe doch gar nichts für Fressnapf bestellt. Da habe ich gedacht, gut, das hat meine Frau bestimmt bestellt. Habe das aufgemacht, da war dieser Napf drin. Da habe ich mir nichts dabei gedacht. 2 Tage später bekam ich eine E-Mail, ob denn das Überraschungspaket angekommen wäre. Und dann habe ich gesagt, Überraschungspaket. Ja, ich habe euch einen Napf und ein paar Kaugegenstände bestellt. Und ja, dann hat das halt wieder, ne, Sinn ergeben. Okay, der Napf kam von einem von euch. Die Kaugegenstände sind im Übrigen auch angekommen jetzt mittlerweile, aber vorgestern. Also sie haben irgendwie 2 Wochen länger gebraucht. Ich zeige euch das mal. Ja, meine Lilly vorbei. So, vorgestern ist das hier angekommen. Und noch mal ein paar Tage vorher das hier. Das nehmen wir jetzt mal mit. Oh. Achtung, stehe ich im Weg. Das nehmen wir jetzt mal mit. So, also. Das sind die Kausachen, die eigentlich zu dem Napf dazugehören sollten. Aber irgendwie hat Fressnapf, ich habe natürlich gestern schon mal reingeguckt, ne? Irgendwie hat Fressnapf das getrennt geschickt. Also das sind hier, falsch, oh, nee, richtig rum. Das sind Hirschohren. Tatsächlich kannte ich das noch nicht. Die sind sehr dünn, sehr klein. Das wundert mich. Ja, also es müssen junge Hirsche gewesen sein. Aber das ist eine coole Sache, weil das sind kleine Knabbereien, die nämlich auch der Milan essen kann. Also das finde ich gut. Ich bin mal gespannt, ob meine Hunde das mögen. Die gehörten zu diesem Napf dazu. Ja, also das war ein. Und dann habe ich noch eine E-Mail bekommen, ob denn der Ball angekommen ist. Und da habe ich einfach geschrieben. Ball? Ja, ich habe ja mal erzählt, der Milan, der hat so gern mit so einem großen Gummiball gespielt und sie hätte mir einen zugeschickt. Die Jutta in dem Fall. Ich kann mich an den Namen bei dem Napf nicht mehr erinnern. Der ist nicht böse gemeint, aber trotzdem, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und die Jutta hat uns einen großen Gymnastikball zugeschickt. Natürlich, muss ich mal. Au, ah, ziemlich geschnitten. Oh, warte. So. So, hier ist so ein großer Gymnastikball drin. Ja, hier, so ein riesengroßer Gymnastikball ist da drin. Und noch eine kleine Karte. Liebe Grüße. Und da steht, jetzt muss ich mal gucken. Okay, das muss ich vorlesen, das ist nämlich nicht für mich. Lieber Milan, viel Vergnügen mit dem Ball. Jutta. Abgenickt.
Ja, das sind diese Gymnastikbälle, mit denen der Milan gerne gespielt hat. Also, erstmal, ich finde das super, super lieb und aufmerksam von euch, dass ihr uns so Kleinigkeiten zuschickt. Wirklich. Ich freue mich da jedes Mal drüber, weil das zeigt, dass es Menschen gibt, denen wir, unsere Hunde und unsere Stories, unser YouTube-Kanal am Herzen liegt. Das finde ich schön. Aber jetzt habe ich ja eben gesagt, wir müssen so ein bisschen uns unterhalten. Jetzt kommt der erhobene Zeigefinger. Das ist nicht böse gemeint. Ihr braucht das nicht. Ihr müsst das wirklich nicht machen. Trotzdem, wir freuen uns riesig darüber, weil solche Kleinigkeiten, das ist, als wenn einer zu uns in der Stunde kommt und sagt, hey, das war toll heute, vielen, vielen Dank und ich bin so froh, hier zu sein. Das tut uns gut. Und diese Kleinigkeiten, dieser Napf, diese Kaugeschichten, der Ball, wir haben Decken schon gekriegt. Und also wir kriegen immer mal wieder Kleinigkeiten von euch zugeschickt. Und auch diese Kleinigkeiten tun uns wirklich gut. Wir freuen uns darüber. Aber ihr müsst das wirklich nicht machen. Ihr müsst das wirklich nicht machen. In dem Fall ist das nichts Schlimmes. Ne? Also wir können das alles benutzen und wir freuen uns drauf. Aber ich möchte halt vermeiden, dass es Überhand nimmt. Weil, klingt jetzt blöd, wenn mir jetzt 10 Leute einen Napf geschickt hätten, was soll ich denn dann mit den Näpfen machen? Also dann dann setze ich die in der Huta oder in der Hundeschule ein oder im Zweifel, wenn es etwas ist, was ich dann nicht einsetzen kann, muss ich es weggeben. Und das möchte ich natürlich nicht. Ne? Also trotzdem, vielen, 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 vielen Dank. Wir freuen uns da wirklich drüber. Milan freut sich über seinen Ball. Der wedelt da schon. Ja. Die Hunde freuen sich da auch wirklich drüber. Also wir können es halt wirklich jeden Tag nutzen. Der Napf ist sogar tatsächlich sehr schön. Klein wenig kleiner als die wir vorher hatten, wie ihr seht. Aber das ist vollkommen ausreichend. Weil jetzt fällt es mir ein bisschen leichter, dem Milan nämlich die richtigen Portionen zu machen und die nicht zu groß zu machen. Ja. Genau. Ja, Gott. Also. Ihr seht, der Napf funktioniert. Jetzt hat nur Gaia draus gefressen. Hab den Napf vertauscht. Egal. Ja, gucken, ob die Lili isst. Lili hat nämlich Tabletten im Essen. Oh, Lili isst auch. Nicht die Tabletten raussortieren, ne? Sehr gut. So, kommen wir zum letzten Teil des Videos. Letztes Jahr ist genau das Gleiche passiert. Deshalb dachte ich versuche das dieses Jahr mal umzuleiten. Wir sind gerade in dem Thema, ihr müsst uns nichts schenken, ihr müsst uns nichts schicken. Morgen habe ich Geburtstag. Das wird irgendjemand, der mich kennt oder der mich als Facebook-Kontakt hat, wird das unter irgendeinen Kommentar schreiben und dann werden das natürlich viele von euch mitkriegen und werden mir gratulieren und das ist auch toll und ich werde halt einfach nur älter. Also ich mache ja nichts. Also für den Tag kann ich nichts. Das kann meine Mutter kann was dafür. Aber auch letztes Jahr haben wir dann Kleinigkeiten geschickt gekriegt, Pralinen und Schokolade und also viele von euch sind dann so lieb gewesen und haben uns ein paar Sachen geschickt. Und wie ich gerade schon sagte, das müsst ihr nicht. Aber ich habe mir überlegt, wir können das dieses Jahr ja anders machen. Wenn ihr eine Kleinigkeit mir zum Geburtstag schenken wollt, wenn ihr euch irgendwie morgen verbunden oder verpflichtet genug fühlt zu sagen, das ist so toll, dass du geboren wurdest, dann macht doch Folgendes. Geht hin in unseren Kanal, schnappt euch eines unserer Videos, das euch gefällt, das euch vielleicht in den Kanal gebracht hat, das, wo ihr sagt, Mensch, das war mit Abstand das beste Video oder vielleicht sogar eins der älteren, wo ihr sagt, das findet viel zu wenig Aufmerksamkeit, denn bei den älteren Videos ist das tatsächlich so, dass die nicht so häufig gesehen werden oder wurden. Schnappt euch dieses Video, kommentiert doch darunter ruhig, also schreibt mal einen Satz dazu oder zwei, warum ihr dieses Video ausgewählt habt. Und geht danach hin in soziale Medien und teilt das Ganze. Geht nach Facebook, geht nach Instagram, geht auf Reddit, teilt das mit eurer WhatsApp-Gassi-Gruppe, was weiß ich auch immer. Teilt einfach als, in Anführungsstrichen, kleines Geburtstagsgeschenk, wenn ihr wirklich etwas für uns tun wollt, wenn ihr mir wirklich etwas schenken wollt, teilt unsere Videos. Das ist nämlich die größte Hilfe für uns. Das ist für uns sehr, sehr, sehr schön zu sehen, wenn der Kanal weiterhin wächst, wenn er mehr Leute erreicht, wenn ihr unsere Inhalte, unseren Content gut findet und wenn ihr das weiter verbreitet und anderen Leuten die Möglichkeit gibt, uns zu finden. Das ist ein sehr schönes Geschenk für uns. Da müsst ihr euch nicht finanziell aus dem Fenster lehnen, denn das möchte ich nicht. Wie eben schon gesagt, ich tue mich schwer damit, sowas anzunehmen. Aber wenn jemand in einem Facebook-Gruppe schreibt, hey, hier dieses Video bei den Stadtfällen zum Thema alleine bleiben, könnte dir helfen, weil dein Welpe nicht alleine bleiben kann. Mensch, das ist doch toll. Darüber freuen wir uns sehr. Das war's, was ich für heute mit euch besprechen will. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die warmen Tage, die jetzt nochmal von uns zukommen.
Tschüss.